Der Planet und seine Kuppel. Wow. Alles verkasten. Alles polygonisch. Alles irgendwie. Wow. Okay, ich sehe, es muss bei mir hier erstmal reinladen. Herzlich willkommen bei einer zweiten Episode. Nee, bei der dritten Episode. Ich habe die ja in zwei gleich große Teile aufgeteilt. Ark Survival Extended. Oder besser gesagt, Arche Überleben. Erhoben. Wie man das übersetzen würde. Wir sind hier für euch wieder mit unterwegs. Wir haben letzte Episode ziemlich viele Angriffe nicht überlebt, um dann schließlich wieder herzukommen. Das klingt unlogisch, aber in Sachen Ark ist sowas eigentlich das Logischste der Welt. Wir werden jetzt hier. Falsche Taste, das war ein O. Ja, wir werden jetzt hier uns die Mühe geben. Warum macht mein Dings hier solche Figurchen hier? Hier mein Diamant, mein Artefakt, mein, wie auch immer das man nennt. Keine Ahnung, aber ich verhungere. Ich habe gerade jetzt was gegessen, ich verhungere schon wieder. Aber ich werde versuchen zu überleben. Für euch, für die Welt. Vielleicht schaffe ich es, ein paar Tiere zu töten, ihr Fleisch zu braten und dann schließlich zu essen. Den Monitor wahrscheinlich umstellen. So, 18 Fleisch habe ich hier. Ein bisschen Leder habe ich natürlich auch. Und wir haben die Möglichkeit, hier Fleisch zu braten. Jedenfalls, ich habe mir ja Tiere gezähmt. Ich werde das wahrscheinlich jetzt erst einmal, bis ich die Waffen dafür habe, erstmal nicht tun. Oh, ich werde ohnmächtig. Ja, weil ich am Trinken bin, weil ich am Verdursten bin. Hallo? Ist irgendjemand von euch hier? Ja. Okay, der ist kaputt. Aber was ich auf jeden Fall jetzt cool finde, dass ich das zumindest geschafft habe, dass mein Spiel zumindest problemlos auf High läuft. Und ich habe ja schon gesagt, es ist ja kein Problem. Ich muss nur Mikro ein bisschen höher machen, so, das ist, denke, es ist noch nicht weit weg von mir. Hallo Schildkröte. Es ist noch nicht weit weg von meinem Mund, aber es ist ein bisschen höher. Und das kann tatsächlich schon ein bisschen das Mikrofonklima verändern. Okay, ich bin überladen, sagt das Ding. Das ist nicht schlimm. Wir wagen uns jetzt wieder in unser Haus hinein, denn das meiste Holz werden wir nämlich verbraten. Wobei ich auch gucken könnte, ob ich hier. Ja, ich habe 53 Punkte. Da kann ich zum Beispiel hier schon Parasaurus-Sattel machen. Dann eine Siva-Waffe. Bola. Ist das eine Bola? Ein Sling-Dings. Bist du sicher, dass dieses. Warum fragst du mich das? Wenn ich hier draufklicke, dann nicht aus Vergnügen.
So, das ist das. Das ist, ja. Dann hier ist noch ein Kochtopf. Zündpulver. Habe ich noch 5 und kann zum Beispiel hier eine Flagge machen. Zum Beispiel. Einfach mal als Beispiel. Oder ich mache einfach eine Strohdachdecke. Oder ich mache ein. Ich erlerne Stoffschuhe oder was auch immer. Apropos Stoffschuhe, ich müsste mir mal tatsächlich auch ein bisschen Kleidung machen. Irgendwann mal. Ah, da war's schon wieder. Aber, ja. Man muss sagen, das Spiel ist ja an sich noch eine Early Access Version. Was das zu bedeuten hat, ist einfach, es ist in einem unfertigen Zustand rausgekommen. So ähnlich wie Prehistory Kingdom. Das kam ja zuerst in der Alpha raus, dann in der Beta. Und ja, und dann kam es in Early Access. Nur gerade, ob man hier noch irgendwo anderes Beutetier findet. Am liebsten hätte ich ja. Moment mal. Was brauche ich denn für das? Weil das hilft mir jetzt tatsächlich irgendwas. Server Hitch detected. Was? Und dies. Egal. Ich kann das herstellen. Und damit kann ich theoretisch auch Vögel vom Himmel holen. Und mit dem Knüppel kann ich es niederhauen. Also mache ich erstmal hier und das war's eigentlich. Aus irgendeinem Grund bekomme ich die Meldung, wenn ich. Hallo? Dankeschön. Aus irgendeinem Grund bekomme ich die Meldung, wenn das diese Bolas detected. Kann ich ja eigentlich verstehen, zum Teil. Zum Teil aber auch nicht. Weil das müsste eigentlich im Verborgenen sein. Da fällt mir aber ein, dass die eigentlich ein kleines bisschen geschlammt haben. Wie meine ich das, wollt ihr wissen? Das ist eine witzige Sache, das. Du bist doch ganz allein. Du bist ganz allein. Du heißt Lone. Du heißt jetzt Lone. Du kommst jetzt mit mir mit. Aber bevor du mitkommst, haben wir deine Eltern aus Versehen getötet? Du siehst nicht aus wie eine dieser Dodos, die ich getötet habe in letzter Zeit. Dir das direkt offen zu sagen, bricht mir das Herz. Wollen wir Fleisch lieber, oder? Ja. Irgendwas ist da hinten. Was ist das? Es läuft da durch. Es ist. Ach, ein Pelagornis. Na, wenn ja auch schon ein Pelagornis rumläuft, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ja, das ist ein Dilo. Okay. Den schlage ich nieder. Den könnte ich eigentlich auch das gebratene Fleisch geben, oder? Sonst gebe ich das nur das normale hinterher. Ansonsten mal gucken. Yo, neuer Dilophosaurus sind weiblich. Mal sehen, was der Dilophosaurus bevorzugt als Futter. Ach nee, jetzt sehe ich das, was es ist. Das sind meine Erfahrungspunkte. Ja, meine Erfahrungspunkte sind natürlich sehr wertvoll. Das ist dann natürlich was anderes, wenn man hier und dann noch seine Erfahrungspunkte sieht. Ups. Entschuldigung, ich habe gerade.
schrecken mich immer im Hintergrund. Also wenn das wirklich nichts wird, aber wirklich gar nichts. Dann, ja, dann werde ich wahrscheinlich scharfe Geschütze ausfahren müssen und umziehen. Ich nehme erstmal. Ich bin wieder ein bisschen zu voll sonst. Und wir wollen ja noch einiges tun. Ich werde tatsächlich auch diese Bären hier erstmal rausnehmen. Brauche ich erstmal nicht zum Essen. Die nehme ich dann so. Ich wage mich mal hier in die Richtung von dem Licht. Das ist nämlich der grüne Obelisk. Und das sieht von der Distanz richtig krass aus. Moment, ich will aber erstmal gucken, was habe ich denn noch. Oh. Steine brauche ich natürlich erstmal nicht. Die erleichtern auch ziemlich viel, wenn man die wegwirft. Scheiße, noch einer. Verdammt. Das habe ich jetzt gerade nicht gewollt. Dass jetzt plötzlich die ganzen Viecher hier auftauchen. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Das weiß ich jetzt schon. Ah. Was tue ich nun? Irgendwas ist hier hinten. Triceratops. Oh nein. Okay. Ich treibe mich nicht mehr hier rum. Das ist mir zu gefährlich. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Arklot damit zu tun hat, dass es hier gefährlicher wird, aber in der Südküste, also nicht hier, wo ich bin, sondern da, wo ich hier ursprünglich gestartet bin, wo ich dann nicht in der Nähe von meinem Heim war, da kann ich mir vorstellen, warum das da Schwierigkeitsgrad einfach ist, obwohl man gerade da auch die meisten Fleischfresser gefunden hat. Oh, hallo. Ich habe mich schon gefragt, wo so einer wie du bleibt. Davon sind gleich zwei hier unterwegs. Ist der gerade? Da hinten ist er. Gleich fertig. 82 und 89. Bei den 89, bei den 82 bin ich mir nicht sicher, ob der schon direkt beim einmal jetzt fertig sein wird. Der ist es auf jeden Fall. Okay. Damit hätte sich das erledigt. Kommt mit ihr beiden. Und keine Sorge. Ich bannle sie noch nicht wieder durch. Auch wenn ich es machen könnte, aber dass der mal weiß, es sieht total toll aus. Voll interessant. Nee, ich werde jetzt hier auf 4 zugreifen. Und ich hoffe, ich kann die bolan. Das Ding. Jo. Dann kann ich jetzt draufhauen. Okay. Winter. Frisst er das?
Nein. Ich glaube, ich brauche Fisch. Ich bin mir ziemlich sicher, die brauchen Fisch. Was ist denn mit ihr? Präge 100%. Okay. Hol mir einen Fisch. Okay, der Regen ist vorbei. Hallo? Da hoch. Danke. Kein Fleisch mehr da. Dann ist eben kein Fleisch mehr da. Gibt es sowieso überall, dadurch, dass man Salzwasser trinken kann. Aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier jetzt so einen kleinen Fisch erbeute. Mit der Hoffnung, ich schaffe es. Denn ich habe nämlich da einen Vogel rumliegen. Was ist denn das? Ich bin doch nicht auf eine unebene Fläche getreten oder sowas. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Okay, der ist tot. Da schwimmt er. Super, das ist mal 6. Werde ich mich auch gleich auf dem Weg nach oben machen, damit ich Luft kriege. Genau. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nichts anderes zu sehen. Warte mal, nein, das ist es nicht. Okay. Ich hoffe, ich. Ey, hallo. Du kannst nicht so tief schwimmen. Nicht gut. Ah. Are you serious? Ich war jenseits von diesen blöden. Von diesen blöden Dingsbums. Hä? Warte mal. Ah, ich bin hier. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oder? Warte mal. Ja, genau, ich bin an der Spitze direkt. Ich müsste nun hier einmal hier abbiegen und dann müsste ich eigentlich dahin kommen, wo ich gestorben bin, genau. Das ist meine Hütte. Und ausgerechnet ein dicker, fetter Hai. Ein bisschen unten bleiben kann ich ja. Ich hab ja meinen Fisch und ich bin erschöpft. Na toll. Wenn ich jetzt ertrinke, bin ich selber schuld. Gib mir mein Zeug. Aber nicht mein Hai. Nicht den Hai, nicht den Hai. Der Hai schwimmt da. Der Hai schwimmt da. Ich muss weg. Nein. Ich muss jenseits des Riffs sein. Puh. So, schnell schwimmen kann ich nicht. Ich tauche einfach. Ach so! Das wollt ihr also von mir haben! Oh, Quallen! Das ist ja noch schlimmer als ein Hai. Wie kommen die denn hierher? Das große Aber ist. Will ich überhaupt dahin? Wenn ich weiß. Ich fülle erstmal meine Ausdauer auf. Ich muss da aber hin. Mein letzter Tod ist da. 120 Meter von weg.
Während hier ein paar Quallen rumgurken. Muss ich hier noch meine Stelle finden. Oh, 50 Meter. Wenn ich auf dem Felsen kann, dann habe ich damit schon mal einen Vorteil geschafft. Weil so... Okay, ich sehe gerade die Quallen. Ich scheine es überhaupt nicht hier abzulassen, dass... Ah, vielleicht kann ich den... Ja. Der will, ich will nicht. Ich will nicht. Keine Sorge, Qualle. Ich werde dich nicht auf den Krieg gehen. Wo geht denn der hin? Der geht doch nicht einfach wieder zurück, da wo ich gestorben bin, oder? Das ist schnell. Ah, verdammt. Warum seid ihr hier auf den Haufen? Habt ihr etwa meinen Vogel? Haben die meinen Vogel gefressen? Mein letzter Tod ist da hinten. Am liebsten würde ich ja den T-Rex ins Wasser locken und dann... Ich glaube, die Qualle ist... Nee, die ist nicht weg. Da ist sie noch. Ja, die bekommt schon wieder die Aufmerksamkeit auf mich. Nee, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Wir machen jetzt mal eine kleine Reise. Ich weiß nicht, wohin wir hingehen können. Wenn auf der Innenseite ein Riesenfleischfresser ist, auf der anderen Seite noch so einer. Aber vielleicht können wir zumindest ein paar Kleintiere töten. Guckt mal, guckt mal. Ja, greift's an. Den nehmen wir gleich mit. So. Hey, du rennst ja weg. Naum, naum. Mit in die Lophosaurus können wir schon jetzt am Anfang jetzt... Oh nein, er kommt hierher. Ah gut, der hat wahrscheinlich mit den Vögeln zu tun. Vielleicht sollte man hier die Gelegenheit nutzen, auch ein bisschen aufzulagern. Und schau mal. Wilde. So. töten. So, die Dodos sind jetzt auch da, beziehungsweise der eine. Ich nehme dein Fleisch, danke schön, deine Haut nehme ich auch. Und die Nahrung. Gegen Lebewesen kämpfen ist also immer noch sehr effektiv. Das lobe ich mir. Ich habe nicht genug Haut. Das heißt, wir müssen noch ein paar Fleischfresser, noch ein paar Pflanzenfresser töten. Vielleicht müssen wir mal hier hoch. Kommt, meine Leute. Lass uns gemeinsam auf Jagd gehen. Steckt er fest? Wenn ja, wäre es ein Vorteil für mich. Ich habe nur leider keinen Knüppel.
Seid ihr hier? Der steht mich da so hilflos rum. Was ist mit dem Dodo? Kann er auch was aufnehmen? Kann er nicht. Aber der kann halt was aufnehmen. Das wäre jetzt das totale Reittier gewesen, aber... Ich sag einfach... Pff. Einfach... Pff. Und deswegen treiben wir uns jetzt auch hier herum. Hier kämen wir nämlich direkt in den Wald. Aber hier sieht das total anders aus. Normalerweise bekommt man hier direkt Verbindung zu einem Wald. Aber was ich sehe ist das. Und es sieht schon ein bisschen verdächtig danach aus. Das. Ey. Ey. Genau. Töten. Töten. Töte es. Mach's tot. Räche dich dafür, dass die mir was angetan haben. Kacke! Nein! Ich muss ins Wasser! Nein, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich werde sterben. Und zwar jetzt wirklich. Mann! Ich kann... Moment! Sind die Bären dafür noch da? Nee, sind sie nicht. Ich werde sterben. Ich lebe. Und ich spawne wieder am Strand. Genau. Von meiner Hütte. Also, was ich jetzt hier machen werde, ist vor allem, ich werde mein ganzes Zeug hier abholen, weil... Ihr könnt auf jeden Fall darauf wetten, dass ich dann nicht einfach so kampflos... No, tritt's ja Rottopf. Hä? Mach ich jetzt einen grünen Strahl, oder was ist das? Ich finde das besser, wenn man hier sieht, wann man gestorben ist und wo man gestorben ist. Es ist doch ein ziemlich weiter Weg. Warum bin ich schon wieder durstig? Oh nein, es ist heiß. Wenn es heiß ist, dehydriert man. Das ist ja dumm. Ja, das passiert jetzt wieder. Erstmal hole ich euch wieder zurück. Dann ist hier sicher irgendwo meine Leiche. Hast du sie gesehen? Ja, du hast sie fressen. Okay. Es ist nicht schlimm. Das Schlimmste ist nur, dass ich jetzt hier in der Hitze unterwegs bin. Ich muss hier irgendwo nach unten kommen. Hier komme ich nicht so gut nach unten. Au. Ja, deswegen. Mein Gott. Aber ich weiß, wie ich da hinkomme wahrscheinlich. Der letzte Tod befindet sich, wenn ich hier von diesem Strand ausgehe, da wo meine Dinosaurier jetzt sind. Kein Wunder, dass der Strand der beste Ort der Welt ist. Wo ich nicht dehydriert bin, ey.
Ich war hier runtergesprungen. Da, das ist mein letzter Tod. Und da stehen auch irgendwo hier meine Dinos. Ach, das war nicht Meter von hier. Ey, gut, jetzt kann ich aber nicht sterben, oder? Ich mein. Da ist ein Fels dazwischen. Nein! Natürlich. Ich bin eine Etage von meiner Leiche weg. Und hier ist auch irgendwo, sind auch irgendwo meine Dinos. Ich rufe sie einfach mal, damit sie sich in Bewegung setzen. Wenn ich Pech habe, setzen sie sich jetzt nicht in Bewegung, weil sie zu weit weg sind. Aber ich sehe ihren Namen. Ich hab einen Namen gesehen. Nein. Hilfe! Hilfe! Ich will trinken! Na warte, jetzt zerlege ich dich. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber ich hab dich zerlegt. Dildo 2 ist hier unten. Sehe ich gerade. Scheiß auf die Dodos, ich brauch Dildo 2. Ja, Dildo 2. Das genau hinter dem Felsen hier rutscht. Yo, Kumpel! Was machst du denn hier? Komm! Lass uns gemeinsam weitergehen. Ich meine das ernst. Los, lass uns gehen. Na komm. Ich hab dich nicht umsonst hierher geholt. Jetzt musst du auch kommen. Hilfe! Spawnen wieder immer weiter von zu Hause weg. Zwar nicht so weit, aber ja. Mann. Jetzt ist auch noch ein Vogel aufgetaucht. Mist. Wenn Dildo 2 jetzt stirbt, dann bin ich untröstlich. Weil dann stirbt er nämlich nur, weil er feststeckt und nicht, weil ein Terrorvogel ihn getötet hat. Na gut, er hätte ihn getötet, aber... Der stirbt nicht wegen dem Terrorvogel, sondern weil er feststeckt. Nein! Ich renn den noch richtig in die Fresse rein. Ah! Ich renn den noch so richtig schön in... Oh, Mann. Ah. Ich sage es einfach, scheiß drauf. Ich will es nicht, aber... Ich hatte so viel Haut. Mann, ich hatte so viel Haut. Nee, ich kann das nicht tun. Ich muss hier weg. Beziehungsweise muss ich wieder von da oben runter. Hoffen, dass der Terrorvogel irgendwelche anderen Sachen veranstaltet. Ausgerechnet heute ist einer dieser Tage... Wo mir nichts gelingen will, ich versuch's trotzdem. Aber ich habe einen Knüppel. Sollte der Terrorvogel mit einem Knüppel niederschlagbar sein, dann habe ich es auf jeden Fall schon mal geschafft. Wie komme ich an ihm vorbei?
Wie komme ich an dem vorbei, ohne wieder gleich getötet zu werden oder sonstiges? Das ist so eine Frage. Ich schlage so mich. Ich wage es mich jetzt, diesem Geschöpf anzulegen. Und ich schaff's trotzdem nicht. Los, der Wurf muss ich gehen. Are you verarsching me? Ich renne in die andere Richtung. Ich renne hier lang. Ich renne hier lang, bis er abgelenkt genug ist. Irgendwann. Bitte auf zu lecken. Der hat meine Waffen mir geklaut. Nee, hat er nicht. Der wird keiner. Hauptsache, der kloppt mir nicht mein Mörser. Den habe ich mir hart erarbeitet. Und den jetzt zurückholen zu dürfen, ist eine der krassesten Belohnungen überhaupt. Mal schauen, wo ist der Rex? Das da hinten, ich sehe ihn. Der wagt es sich jetzt hier an der Natur zu ergötzen. Ich will keinen Stein, ich will was trinken. Ich will trinken. Ich werde jetzt nämlich hier lang laufen. Der Dilo kann mich mal. Und der geht in den Wald, während ich die entgegengesetzte Richtung gehe und sage Tschüssikowski, Alter. Ja, speziell habe ich es jetzt nach Hause zurückgeschafft. Und kann endlich meinen Mörser hinbauen. Da brauche ich keinen zweiten herstellen. Weil den Scharfzahn, den haben wir jetzt komplett vertrieben. Ich habe den nämlich fast bis zum Sumpfgebiet gelockt. Und jetzt kann ich hier endlich meinen Mörser hinbauen. So. Und dann mal los. Und dann mal los, sieht bei mir anders aus. Dann mal los. So. Das und das. Und dann müsste es hier... Drei davon. Boah, geht. Irgendwas ist hier aufgetaucht. Oh. Ach du Mist. Der Terrorvogel ist hier aufgetaucht. Moment, wenn der jetzt in, wenn der Gallimimus an dem vorbeigerannt ist, ist er sicher. Heißt das, meine Leiche ist jetzt von denen unbewacht? Wenn ja, rennt da schnell hin. Hier ist ein Trizera. Oh, hier ist eine ganze Familie von dreien. Oh, ich wünschte, ich könnte die alle haben. Die sind ja voll süß. Irgendwann hole ich euch. Ihr drei. Ja, auf einmal, ja. Die Mutter und die Kinder. Okay. Jetzt guck ich mal. Hier ist ein Letzbrot. Ja, hier ist ein Letzbrot. Hab ich schon mal. Sehr gewesen. So. Ich sag noch nicht, was ich spawnen. Aber ich hab's hier hochgelegt. Jetzt Platz für andere Dinge machen. Da ist mein Items. Mein anderes Zeug. Ich hab euch wieder. Oh mein Gott, sieht der Stegosaurus gut aus. Setz ich mal diese Strukturen hier an. Ich wünschte, er würde stehen bleiben. Also richtig still stehen bleiben. Oh, und jetzt ist ein Baby aufgetaucht. Oh, das ist noch ein Baby. Gott, sind die süß. Oder. Warte mal. Geht das hier immer noch? Ja. Wurde getötet. Baby. Baby ist tot. Ah ja. Dodi ist von Piranha getötet worden. Wurde von Baryonyx getötet. Hä? Aber dass Dildo 2 tot ist, steht hier nicht.
Habt ihr an die Lofus ausgesehen? Er hört auf den Namen Dildo 2. Und... und er ist freundlich. Also bitte, helft mir. Trizi. Hallo. Triceratops. Männlicher Triceratops. Immerhin wird er nicht mehr Trizi genannt. Das ist schon was Gutes. Also, nee, ich meine, der wird wurde immer Twike genannt. Und du passt auf dein Geschwisterchen auf. Bin stolz auf dich. So, was haben wir jetzt hier? Schönes Wetter, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und keine einzige Gefahr. Die Lystrosaurier fühlten sich wohl dadurch. Sie fühlten sich so wohl dabei, dass sie beschließen, sich zu paaren. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann paaren sie sich noch heute. Mein erstes verkreuztes Ei. Aus einem weißen und einem grünen Lystrosaurus. Manchmal frage ich mich, wie hier da die ganzen Farbpartien hier wirken. Die wirken ja wahrscheinlich in diesem Spiel ja gerade ziemlich anders. Muss ich echt mal sagen. Aber jetzt kann man sich hier in dieser Grafik auch mal die ganzen Tiere auch mal ansehen. Ich meine, jetzt haben wir mal die Zeit dafür, nachdem sie das Ei gelegt haben. Hallo. Danke. Wann paaren sie sich wieder? Steht das hier? Ne, warte mal, da stand doch was. Ne. Ah, jo. 3 Stunden, okay. In 3 Stunden könnten die schon das nächste Ei machen, das werde ich aber aufhören. Ich sterbe! Ich sterbe. Toll, ich muss jetzt hier bleiben. Ich muss jetzt hier bleiben, weil ich sonst sterbe. Super. Naja. Vielleicht wird es aber in der Hinsicht auch mal ein bisschen Zeit, während wir versuchen, das Kalte zu überbrücken, zumindest mit diesem Part hier aufzuhören und sehen uns noch ein bisschen das Feuer an. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder. Und ich kann euch garantieren, beim nächsten Mal wird auch wieder sehr viel schief gehen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.